Beruhig dich. Es ist doch nur ein Kurzurlaub. Hier, mach dich nützlich. Wir fahren in den Urlaub. Typische Eltern. Sie sind immer so nervös. Sie sollten mehr wie ihre Tochter sein. Sie ist total ruhig. So, alles ist gepackt. Los, kommt. Die Reise wird Spaß machen. Oh, Amelias Schnürsenkel sind offen. Ich muss sie zubinden. Warum haben ihre Eltern nicht gewartet? Sie sitzen schon im Auto und fahren los. Aber sie haben etwas sehr Wertvolles vergessen. Ihre Tochter. Mom? Dad? Wo seid ihr? Das wird ein toller Urlaub werden. Wir haben ihn uns verdient. Ein Wochenende als Familie. Sie sind da. Amelia, bereit für ein Abenteuer? Ich glaube, wir haben Amelia vergessen. Ich bin allein zu Hause. Davon träumt jedes Kind. Ja. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Zum Beispiel Fernsehen. Und dabei Süßigkeiten essen. Oh, wer ist das? Ich habe Angst. Es könnte ein Einbrecher sein. Ein böser und grausamer. Er will sich ins Haus schleichen und alles Wertvolle mitnehmen. Kinder haben so viel Fantasie. Ich muss mutig sein. Und ich muss aufpassen. Diebe könnten sich hier verstecken. Komm schon, Amelia. Du schaffst das. Nur noch ein bisschen. Da ist die Tür. Gleich werde ich sehen, wer sich dahinter versteckt. Das ist Kim. Amelias beste Freundin. Oh, ein Glück. Kim wird sie bestimmt nicht ausrauben. Du hast mich erschreckt. Ein Glück bist du hier. Komm rein. Yay! Es ist Zeit, die beste Party des Jahres zu schmeißen. Es fehlt nur noch Musik. Sehr laute Musik. Bist du bereit? Ja. Klar. Mach die Anlage an. Oh ja. Darum geht es bei einer Party. Alle sind da. Und wir hören erst morgen auf zu tanzen. Meine Eltern sind ja nicht da. Leider mögen die Nachbarn keine lauten Partys. Ich glaube, jemand hat die Polizei gerufen. Sei ruhig. Wer ist da? Ich bin Officer Jack. Mach auf. Na los. Aber es ist noch nicht vorbei. Wollen wir uns verkleiden? Wir verwandeln uns in Dad. Komm. Hallo, Officer. Was kann ich für dich tun? Mach sofort die Musik leiser. Und zeig mir deinen Ausweis. Ja, Moment. Los, beeil dich. Sonst schickt die Polizei alle in den Knast. Dad wird jetzt einen brandneuen Ausweis haben. Hier, Officer. Siehst du? Ich bin volljährig. Seltsam. Aber die Papiere sind in Ordnung. Die Nachbarn können in Ruhe schlafen. Es gibt so viele interessante Dinge in Amelias Haus. Besonders in diesem Zimmer. Ich bin hier. Los, wir machen die Tür auf. Nein, Kim. Du kannst da nicht reingehen. Deine Mom und dein Dad sind doch nicht da. Na los. Wir werden uns nur kurz umsehen. Okay. Na schön. Wow, hier sind so viele Geschenke drin. Hier gibt es so viele Sachen. Geschenke für jeden Feiertag. Bis hin zu meinem 25. Geburtstag. Und das alles ist für Amelia. Aber warum bis zum nächsten Geburtstag warten? Ich mache jetzt die Geschenke auf. Ein Schal? Meine Eltern haben manchmal einen schlechten Geschmack. Kim, was hast du? Eine Gießkanne? Echt jetzt? Das sind blöde Geschenke. Warum bekomme ich immer langweilige Geschenke? Ich sollte meinen Eltern sagen, wovon Kinder wirklich träumen. Kim, lass uns das Haus weiter erkunden. Hier gibt es nichts Besonderes. Moms Garderobe ist leider auch tabu. Aber sie ist ja nicht da. Hier gibt es so schöne Sachen. Ich wünschte, ich könnte das alles anprobieren. Na dann, lass uns eine Mondschau veranstalten. Während Mom weg ist, können wir machen, was wir wollen. Wie kann sie in diesem Absatz schon überhaupt laufen? Es sieht so einfach aus. Kim, wir sind echte Fashionistas. Autsch, das tut weh. Das lasse ich lieber sein. Oh, der Rock. Wow. Mom, Schminktisch. Wir brauchen ein schönes Make-up.
Wenn ein Kind Lippenstift und Lidschatten in den Händen hat, könnt ihr eine verrückte Verwandlung erwarten. Aber der ganze Erwachsenenkram wird nichts nützen. Wir sehen aus wie Clowns. Wie kriegen wir das jetzt alles ab? Mit meinen Eltern einkaufen zu gehen, ist so langweilig. Ich darf mir nie etwas aussuchen. Aber sie sind ja auch nicht hier, oder? Also gehen wir ohne sie einkaufen. Wir werden alles einpacken. Spielzeug und Süßigkeiten. Das reicht. Wir legen alles auf das Kassenband und werden dem Kassierer das Geld geben. Aber die Mädchen haben nicht viel Taschengeld. Nur $1. Das reicht nicht. Aber für irgendetwas muss es doch reichen. What? Nur für Kaugummi? Das ist nicht fair. Lass uns gehen, Kim. Oh, was für ein schöner Elefant. Ich wünschte, ich könnte ihn kaufen. Wie viel kostet der? Was? So viel? Woher sollte ein Kind so viel Geld haben? Das ist ein Vermögen. Ich habe eine Idee. Wir machen einen Flohmarkt. Wir werden alles wertvoll im Haus verkaufen. Wozu brauchen Eltern Smartphones und Uhren? What? Der rosa Elefant ist viel besser. Diese Smartphones sind praktisch umsonst. Hi. Ich möchte das haben. Klar, gerne. Das läuft doch super. Wow. Familiengold, wie fast geschenkt? Hier ist alles spottbillig. Yay! Kim, wir haben es geschafft. Der rosa Elefant gehört uns. Aber die Mädchen kommen zu spät. Der Elefant ist schon weg. Der Kassierer hat ihn. Oh, das ist nicht fair. Na schön, nächstes Mal werden wir gewinnen. Wuhu! Es ist wie ein Spielplatz hier drin. Wow. Wir können das Geländer runterrutschen. Warum sagen Mom und Dad, dass das gefährlich ist? Es macht doch Spaß. Amelia, sieh mal. Es fehlen noch schöne Farben. Das kriegen wir schon hin. Schon besser. Die jungen Künstler sind echt kreativ. Amelia, bist du das? Du warst schon als Kind so lustig. Oh nein, Kim. Hör auf zu lachen. Warum hängt das Bild ausgerechnet hier? Okay, das reicht. Lass uns aufhören. Wir haben noch eine Menge zu tun. Was sollen wir essen? Hier gibt es nur gesunde Sachen. No. Das sollten wir ändern. Aber wenn wir die Sachen mit Milch mischen, dann wird es besser schmecken. Komm, und wir können alles verwenden. Sogar ein Ei. Kim, lass das. Das ist keine gute Idee. Schon vergessen? Es könnte einen großen Knall geben. Wir mischen es im Mixer. Yeah. Okay, und vergiss die M&Ms nicht. Man kann nie zu viele Marshmallows und Süßigkeiten haben, oder? Ein leckerer, gesunder Smoothie muss gemixt werden. Ups, das kulinarische Meisterwerk klebt überall an den Wänden. Kim, was haben wir getan? Ich bekomme Hausarrest, wenn meine Eltern nach Hause kommen. Mach dir keine Sorgen. Wir machen alles sauber. Siehst du? Wir haben es geschafft. Ich bin so müde. Wir brauchen eine Pause. Die beiden haben leider nur das Bild sauber gemacht. Das mit dem Kochen hat nicht geklappt. Ist doch egal. Wir können doch Pizza bestellen. Hallo? Wir brauchen die größte Pizza. Sofort. Hier kommt das Abendessen. Kim, wir werden ein königliches Festmahl haben. Aber zuerst müssen wir bezahlen. Warum ist alles so kompliziert? Wir haben doch gar kein Geld. Obwohl, irgendwo müsste doch noch Geld rumliegen. Kim, komm mit. Mom und Dad haben bestimmt Geld versteckt. Wir müssen es finden. Wir müssen überall suchen. Und während die Mädchen den Schatz suchen, könnt ihr unseren Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Warum haben die Eltern das Geld nicht auf die Kommode gelegt? Es ist genau da. Im Safe. Aber wir kennen den Code nicht. Denkst du, was ich denke? Hier ist das Geld für die Pizza. Du kannst den Safe doch öffnen, oder? Yes! Yes! Ja, kein Problem. Und die gehen aufs Haus. Guten Appetit. Wow, wie cool. Warum machen Eltern das nicht? Kim, sieh dir das an. Oh. Der Hund tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte ihn finden.
Warum nicht? Wir gründen eine Detektei. Kumpel, wir werden dich bestimmt finden. Kim, der Hund muss hier irgendwo sein. Komm mit. Oh, da ist noch jemand, der Hilfe braucht. Dieser Mann sucht dein Zuhause. Los, du kannst mit uns mitkommen. Und der Hund wird bestimmt zurückkommen. Mach's dir bequem. Wo sind Amelias Eltern? Sie sind auf dem Weg. Sie beeilen sich so schnell sie können, damit sie bei ihrer geliebten Tochter sein können. Mr. Tyler ist so süß. Oh, das sind Mom und Dad. Ein Glück, seid ihr wieder da. Ich hab euch so vermisst. Wir haben dich auch vermisst. Was ist denn hier los? Was habt ihr angestellt? Ups. Und wer ist das? Warum stinkt der so? Erklär uns das. Wir sollten lieber verschwinden. Wo soll ich anfangen? Wie ich alle Wertsachen verkauft habe? Oder wie ich dem Lieferanten den Safe von Dad gegeben habe? Wie fandet ihr das neue Video? Was würdet ihr tun, wenn ihr ein Wochenende lang allein wärt? Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.